Hallo Leute, ich bin der Mitterbirner HD und heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch die Explode Crackling Birds. Ja, hier handelt es sich um, ja, wie man sehen kann, Feuervögel. Ja, NRM pro Stück, ganze 18 Gramm. Besonderheit hier, am Ende haben sie, also sie haben einen recht hohen, recht langen Aufstieg und am Ende haben sie noch einen Crackling-Auswurf. Ja, wie sie mir gefallen, werde ich euch am Ende des Videos erzählen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Explode, Crackling Bird, das ist euch Glück. Ja, die, der war ja. Richtig gut. Der war gut. Kommen wir zum Fazit. Mir haben die Crackling Birds wirklich sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich eine Menge Spaß damit. Ja, sie sind wirklich mit Abstand die besten Feuervögel, die aktuell so auf dem Markt sind. Ja, Standzeit und vor allen Dingen Aufstiegshöhe ja, steht außerhalb von Konkurrenz. Veko, Nico, Pyroart und was es nicht alles da auf dem Markt gibt, hat wirklich keine Chance dagegen. Auch der Crackling-Auswurf ist wirklich sehr laut und dauert auch ein paar Sekunden an. Ja, einziges Manko, was man sagen muss, ja, es wurde vor Silvester ist ja schon bekannt geworden, dass die Vögel so leichte Aufstiegschancen hatten. Ich hatte mal in der 6er Packung 2 Stück, die halt, ich sag mal, auf halbem Weg, ja, ich sag mal, nicht stehen geblieben sind, aber dann doch deutlich Schwierigkeiten hatten, aufzusteigen. Bei dem zweiten Vogel auch so ein bisschen zu sehen. Ja, dementsprechend würde ich halt dazu raten, die Teile wirklich nur in einer falls ihr räumlich genug Platz habt. Also in so einer engen Häuserschlucht mit Balkonen würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Ja, nichtsdestotrotz würde ich absolute Kaufempfehlung für die Crackling Birds aussprechen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, über Abo, Kommentar und Like würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten freut euch auf das nächste Video und auf Wiedersehen.